So, nachdem wir unser weiteres Rundenmitglied, das sich noch im Geheimen außerhalb des Kamerawinkels versteckt, reingeschleust haben, geht es weiter. Wo waren wir? Die Runde war zu Ende. Die Runde war zu Ende. Romala hat alles über den Haufen geschossen, was ich vorbereitet habe. Ja, natürlich. So, wir sind in der vierten Runde. Ich habe jetzt 7 Bedrohungen und die nutze ich unter anderem, um 6 davon auszugeben, um einen E-Web-Ingenieur aus dem Feld zu holen. Das hat Steff tatsächlich gesagt zwischen den Runden, während er diskutiert hat mit Anselm, wofür ich wohl meine Bedrohungspunkte aufbewahre. Aber es scheint mir irgendwie so, als könnte das Ding sich nicht so sehr bewegen. Nee, hat wirklich den Nachteil, bewegen oder schießen. Also wenn Mairis sich damit bewegt, kann sie in der Runde nicht mehr schießen, weil erst wieder aufgebaut werden muss. Ja. Aber jetzt steht er da. Okay, dann hat er glaube ich schon... Ja, wobei... Ob ja, aber so macht mich das nicht irgendwie so ein bisschen immun gegen das Ding? Ja, du kannst aus der Entfernung drauf schießen. Ja. Stimmt. Cool. Willst du vielleicht was anderes aufbauen? Dann... Also es hört sich zwar irgendwie in der Theorie interessant an, aber ich glaube, dann laufe ich immer nur um die Ecke. Und immer, wenn sich das Ding mir nähert, kann ich disengagen. Wir behalten das im Auge. Ich gebe nur 2 Punkte aus und hole einen imperialen Offizier. Hätte ich nicht sagen wollen, ne? Nee. Ja, danke für die Tipps hier. Nee, ich finde das aber schon. Ich hoffe, das nächste Mal gibst du uns auch wieder einen Tipp. Ja. So, imperialer Offizier ist erschienen. Also ich meine, auch bei Spielen gegeneinander geht es in erster Linie nicht ums Gewinnen, sondern darum, dass irgendwie alle Spaß haben. Und wenn du dann irgendwie so einen Mechanismus hast, der, weißt du, Spaß irgendwie lang auf was, das wird komplett aus. Ich finde übrigens, der Botaner ist imbar. Ja, ich finde das tatsächlich auch stark, also es ist wahrscheinlich gegen... Aber ich meine, wenn er dann nur 10 Health hat und man merkt das erstmal, dann wird er wahrscheinlich ziemlich schnell aufs Korn genommen und schon ist er tot. Er hat auch nur 10, ja. Das ist also, Standard. Na gut, ja, richtig. Ja. Humanoide. So, wie gehen wir vor? Möchtest du rum und auf den Imperialen schießen? Natürlich, und du gehst... Ich gehe in die Richtung, versuche an den zu kommen oder hierhin? Ja. Okay. Dann machen wir das so. Dann nur lasse ich dir mal den ersten Vortritt. Ich bewege mich. Ich glaube, jetzt müssen wir dann auch bei dir selbst die Reichweite, wenn du schießt, im Zweifelsfall. Das stimmt. Ja, aber ich... Weil du hast ja, ich glaube, 2 mehr. Ich werde einfach mal das Risiko in Kauf nehmen und ich nehme 1, 2, 3, 4. Mhm. Das ist richtig. Ja. Und dann schieße ich auf ihn. Mhm. Und ich kann mich erschöpfen. Und Pierce 2, hast du eine neue Runde, ne? Ich habe auch das Disengage wieder. Pierce 2 bekommen durch diese Erschöpfung. Ja, weil er keine Line of Sight zu dir hat. Hab damit 4 Schaden. Und Pierce 2. Ich glaube, der ist tot. Ja, der ist tot. Das war ein schnelles. Das war ein guter Auftritt, ja. Sehr guter Schuss! Hätte ich noch warten sollen, ne? Siehst mit Mühe nicht, was passiert ist. So. Metagamer. Achso. Was war das? Ich habe einen Schuss gehört! Nichts. Naja, dann kann ich ja... hier ist keine Kiste, geh in die andere Richtung. So. Ja, und ich kann keine Einheiten aktivieren. Wobei, ja gut, ich könnte ja jetzt noch... Ich bin ja jetzt nur gegangen, dann würde ich mal Erschöpfung ausruhen. Und zumindest, das waren jetzt 2, dann hätte ich noch 3 über. Mhm. So. Das am Anfang so verstanden, dass man sich, wenn man so ausruht, wird man einen los. So. Nein. Bis zur Höhe der Endurance. So, wo möchtest du hin? Was möchtest du tun? Ich nehme den, der da hinten ist. Okay. Obwohl, da komme ich ran. Nee, ich gehe 1, 2, 3. Und guck mal, ja. Und guckt runter, richtig? Ja. Und es ist ein grüner Kreis. Ein grüner Kreis. Grün. Ja, wenn du möchtest, darfst du jetzt einen weiteren Attacke oder eine Bewegung ansagen, aber da gerade keine Gegner sind. Na gut, du kannst eine Bewegung ansagen. Nein, du könntest dich jetzt noch bewegen, ja? Ja, dann... Und es erscheint natürlich ein Rebellen. 1, 2, 3. Das ist schön, nämlich als nächster Schritt wird dieses Schätzchen ins Spiel gebracht. So. Kannst du das eigentlich randomly irgendwo an einem Feld spawnen lassen oder neben? Nein, es gibt 3 feste Spawnpunkte. Einer ist hier, einer ist da, einer ist da. Ja. Habt ihr alle schon, also bis auf den da hinten habt ihr die schon in Aktion gesehen. Also bam, 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 die kommt aufs Feld geschüsselt. Ist dann jetzt auch gleich dran? Also ist, wenn sie aufs ein Spielfeld platziert wird, ist es ein Entern, weil wenn sie ein Feld entert, kann ich wieder disengagen.
Das ist, glaube ich, jetzt schwer zu sagen. Sie wird deployed. Sie bewegt sich nicht in dem also Sinne. Sie betritt das Feld nicht, ja. Dann. Ja, also zumindest von der Begrifflichkeit her nicht. Ich weiß es nicht. Wir können uns da. Dann da sowieso wir gerade nicht total am Verlieren sind, gehen wir aber davon aus, dass ich da stehen bleiben muss. Gut, dann bin ich jetzt auch dran und ich wähle dich, Probendruide. Und wir schießen natürlich auch einen Botaner. Und das sind 2 Schaden und 2 Blitze. Was kann ich denn? Ich mache einen zusätzlichen Schaden und Pierce One. Also 3 Schaden und einen. Und einen Rüstungsdurchbrechend. Und es kommt nichts davon an. Ich negiere alles. So. Sehr schön. So, dann werden wir. Ihre zweite Aktion ist nichts zu tun, abzuwarten und jetzt explodiert sie. Und was passiert jetzt? Das ist eine gute Frage. Nein, ich glaube, sie explodiert noch nicht. Erst, glaube ich, am Ende der Runde, ja. Also wir haben noch. Also sie kann jetzt erstmal nichts weiter tun. Gut, dann sind wir wieder dran. Und ich würde, glaube ich, die Aktion jetzt erstmal nutzen, um ihn aus irgendwelcher Schussreichweite oder sowas zu bringen. 1, 2, 3, 4. So. Jetzt wäre die Drohne, also du wärst dran, hast allerdings nichts mehr zu tun. Dann möchtest du die Drohne beschießen? Nein, ich möchte das Ding aufdecken. Ah. Blau. Der Rebellen... Truppler, der hier auftaucht, ist fokussiert. Das heißt, genau, dann kriegt so ein Symbol. Das nächste Mal, wenn er angreift, hat er einen grünen Würfel mehr. Darf er jetzt dann theoretisch auch gleich agieren, oder? Ja. Und ich darf die Bedrohung nochmal erhöhen. Das ist der zweite Effekt. In Ordnung. Also ich könnte jetzt noch schießen, oder ich laufe weg. Dann schießt die Drohne wahrscheinlich auf den, aber das würde uns nicht sonderlich wehtun. Dann wäre sie beschäftigt. Oder bekommen wir Boni, wenn wir mehr als 2 retten? Nein, wenn ihr 2 rettet, ist das Spiel vorbei. Wenn ich 2 töte, ist das Spiel auch vorbei. Und wenn ihr beide verletzt seid, auch. 1, 2, 3, 4. Gut. So, dann würde ich sagen, Moment, 1, 2, 3, 4. Und er würde versuchen, auf die Drohne zu schießen. Würde er das? Ja. Erst tut. Also er nimmt einen blauen und einen gelben. Das ist meiner, ich möchte für ihn würfeln. Achso, okay. Und kriegt noch, weil er Fokus... Kriegt er noch einen grünen dazu. Darfst noch einen grünen dazu würfeln. Das ist gut, in die Reichweite Fokus. Stimmt ja. Nicht. Jetzt stimmt die Reichweite. So. 2 okay. Schaden und 2 Blitze. Könnt ihr irgendwas? 2 Schaden und 2 Blitze. Pierce oder... Drohne. Also ein Pierce 1. Und die Reichweite hätte er erhöhen können. Aber ich werfe 3 Schaden ab. Okay. Das gefällt mir doch. So, und jetzt ist noch unser fertiger alter Mann dran. Oh, beziehungsweise, ihr habt beide noch eine Aktivierung, oder war das schon damit? Tut mir leid, das war meine. Nee, richtig. Du musst auch ordentlich hier buchen. Ja, du hast schon recht. Ich könnte versuchen, auf die Drohne zu schießen. Kannst du natürlich probieren. Ja. Die Reichweite könnte vielleicht knapp werden, das ist es eins, wo es. Aber versuchen wir es mal. 6 Reichweite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, knapp daneben. Ich kann auch nicht irgendwie erhöhen. Okay, dann war der Schuss daneben. Die Dinge, die man in den Truhen findet, darf man die dann für spätere Runden behalten? Nee, die Gegenstände werden nach diesem Spiel abgelegt und demnächst müsst ihr wieder Neues. Aber die Kisten, die ihr aufgedeckt habt, die behaltet ihr, dafür gibt es Geld am Ende des Spiels. So, dann ist die Runde um. Die Runde ist um. Wir sind jetzt in Runde 5. Du baust wieder Bedrohung auf. 2? Ja, 2. Und dann kannst du gleich 6 wieder runterschrauben. Kommt jetzt so ein Ding? Jetzt kommt so ein Ding. Und das Ding heißt E-Web Engineer. Ah. So, dann sind wir als erstes dran. Ja. Und ich weiß, was wir tun. Ja, es tut mir leid. Ihr beendet das Spiel. Es tut mir leid, aber ich möchte den Comlink. Nee, wir haben noch Kisten zu öffnen. Was? Hey, zieht es jetzt künstlich in die Länge. Ich würde es jetzt nicht machen. Im Zweifelsfall ballert er... Ich benutze meinen Comlink, werfe die Karte ab und exhauste den Engineer. Ah. Okay. Der muss erst aufbauen. So.
Das war eine Aktion. Jetzt, was machst du noch? Ich öffne die Kiste. Dann, bitteschön. Und. Das war gar keine Aktion. Du kannst einfach die Karte spielen. Ja. Das war gar keine Aktion. Das ist ja, na dann. Es ist eine Bakterinfusion. Dann mach jetzt noch irgendwas. Schieß auf irgendwas oder irgendwen. Da ist noch eine Kiste. Wir haben auch noch Feinde auf dem Feld. Ist doch egal. 2, 3, 4. Okay. Aber du könntest doch auch angreifen. Achso, ich bin hier wieder. Ja, jetzt ist meine dran mit der Drohne. Ja, sonst kann ich ja nicht mehr wirklich was machen. 1, 2, 3. Schießen kannst du nicht? Ach stimmt, da steht ja noch ein Rebellentyp. 1, 2, 3. Jetzt schießt sie. Mem. Weil der ist doch nur Ablenkung für uns. Ja, das weiß die Drohne ja nicht. Es ist klar, dass ihr gewinnt. Ich werde da nicht mehr viel tun können, nachdem der E-Web-Engineer ausgeschaltet ist. 1, 2, 3, 4 und 2 Blitze. Ich verteidige mit. Einem Weißen. Okay, ich glaube, der wäre hin. Hat nur 3. Ja, der ist Urx. Nein, Bob! Der hieß nicht Bob. Bob. Doch, das war Bob. Der hieß Tut. Bob Tut? Nein, nicht er würde, sondern er tut. Ach so. Ja, dann werden wir jetzt dran. Ja. Jetzt habe ich die 1-2. Nein, so, das machen wir nicht. Spiel wir haben gewonnen. Nein. Doch. Nein, aber jetzt mal wirklich, da ist doch noch eine Kiste. Ist mir, die Kiste ist mir pupsegal. Aber was, die geht doch eh verloren, was da drin ist. Die Rebellen haben gewonnen, aber ich habe das Gefühl, die Rebellion zerfällt in unterschiedliche Fraktionen. Das war Befehlsverweigerung. Und hier den geldgierigen Schurken. Er hätte doch nur irgendwo hinlaufen müssen. Ich hätte die Kiste noch geöffnet, wir hätten Geld dafür gekriegt. Wir haben vielen Dank fürs Reinschauen. Wer Befehlsverweigerung? Mal schauen, ob ich mit diesen zwei nochmal wieder Imperial Assault spiele. Blaster. Ey, er war zumindest nur auf. Piu! Er war nur auf Betäuben. Tschüss. Ciao. Trotzdem war es nur auf Betäuben. Da, Stun. So, du bist nur betäubt. Und jetzt schleife ich dich. Jetzt schleife ich dich. Ach, sei doch still. Dann gib mir deine Kiste. Du möchtest nicht erleben, wenn das Ding schießt. Das Ding schießt nicht auf mich. Ich bin der Imba-Bock. Ja, auf dich nicht. Das ist klar. Auf mich schießen die Drohnen. Also mich hat so ein Ding schon mal halb umgebracht. Ich habe hier Kissen. Ich habe eine blaue und eine gelbe. Was heißt das? Du bist ein super Typ. Vielleicht kann ich damit die Schulden bezahlen, die ich bei Wookie habe.